Freut mich, dass du hier bist und herzlich willkommen zur Meditation Negative Anhaftungen loslassen. Diese Meditation gibt es auf diesem Kanal übrigens auch als Hypnose. Den Link zur Hypnose findest du in der Videobeschreibung. Da sie sehr beliebt ist, habe ich mich entschieden, sie auch als Meditation zugänglich zu machen. Viel Vergnügen. Mein Name ist Sebastian und ich werde nun diese Meditation leiten. In dieser Meditation kann es zu tiefen Entspannungszuständen kommen. Sei bitte vorsichtig und höre die Meditation nicht, wenn du unter Herz-Kreislauf-Problemen, Anfallskrankheiten, zu niedrigem Blutdruck oder ähnlichem leidest oder du blutdrucksenkende Medikamente einnimmst. Höre diese Meditation nicht beim Autofahren oder beim Bedienen anderer Maschinen. Diese Meditation ersetzt ausdrücklich keine ärztliche oder psychologische Behandlung. Und nun wünsche ich dir eine ganz besonders angenehme Entspannung. Herzlich willkommen in deinem inneren Meditationsraum. Du schaust dich um. Der Raum, den du betrittst, ist schön. Aber du kannst ihn noch schöner gestalten. Gestalte deinen Meditationsraum so, wie du ihn dir im tiefsten Inneren wünschst, vorstellst und verwirklichen willst. Möglicherweise stellst du noch eine Buddha-Figur auf oder du dekorierst die Wände mit einigen schönen Kalligraphien. Was du möchtest, du gestaltest deinen eigenen inneren Meditationsraum. Und nun kommst du mehr und mehr an. Findest zur Ruhe und bemerkst, dass alles um dich herum so ist, wie es richtig ist, wie es gut ist. Du bist dankbar. Du bist dankbar für all das, was du gestalten durftest, was du aktiv beeinflussen durftest. Nun suchst du dir einen Platz, eine Stelle in deinem Meditationsraum, wo du dich hinsetzen oder hinlegen darfst. Spüre, wie du dich entspannst. Ja, du darfst dich auch hinlegen, wenn du magst. Vor deinem geistigen Auge darfst du die Position einnehmen, die dir am angenehmsten ist. Gut, du kommst immer mehr an. Noch einmal. Herzlich willkommen. Hier bei deiner inneren Meditation. Du bist nun hier. Du bist hier. Und atmest ein. Und aus. Ein und aus.
beobachtest deine Innenwelt. Du beobachtest nur, was in deiner geistigen Dimension geschieht. Was geschieht? Denn das, was du willst, ereignet sich gemäß deinem Willen ohnehin von Zeit zu Zeit. Nun beobachtest du einfach deine Gedanken und Gefühle. Du beobachtest. Während Gedanken und dazugehörige Bilder vor dir auftauchen, erscheint ganz deutlich eine Schale aus Stein vor deinem inneren Auge. Vor dir erscheint eine steinerne Schale. Schau dir diese Schale genau an, ihre graue Fassung, ihre massive Form. Du siehst vor deinem inneren Auge die Schale. Du nimmst nun deutlicher wahr, was gerade geschieht in dir. Und möglicherweise steigen Bilder und Gedanken von Ereignissen in dir auf, die dich aktuell betrüben. Schau dir die aufsteigenden Bilder, Gedanken oder Emotionen einfach nur an. Du beobachtest in dir, was in dir aufsteigt. Innere Bilder steigen auf. Du kannst sie betrachten. Und dann bemerkst du, wie weitere Bilder aufsteigen. Und das, was du gerade noch sehen durftest, zieht an dir vorbei, geht weiter, während neue Bilder in den Bereich deiner Aufmerksamkeit gelangen. Nimm nun von all diesen Erscheinungen ein dich momentan bedrückendes Erlebnis heraus. Und betrachte es noch einmal. Du beobachtest dieses innere Bild. Was immer es auch ist, du entscheidest dich nun dafür, einen dich momentan bedrückenden Inhalt zu betrachten. Nur zu betrachten, ihn so zu sehen, wie er ist, ohne dich davon stören zu lassen.
bedankst du dich innerlich, dass du diese möglicherweise negative Erfahrung machen durftest. Denn sie liegt in der Vergangenheit. Und alles, was du momentan beobachtest, ist eine Erinnerung, ein gedanklicher Inhalt, der dich bislang gehindert hat, neue, positive Erfahrungen zu machen. Und erlaube dir dennoch, dankbar zu sein, sowie dir selbst zu vergeben, dass du diesem Inhalt bislang unnötig Zeit geben musstest. Es ist nun Zeit, sich von dieser negativen Anhaftung in Dankbarkeit zu lösen, um wieder Raum für Hoffnung und Zuversicht zu schaffen. Du spürst Dankbarkeit und langsam strömt Hoffnung in dich hinein. Du nimmst nun diesen negativen Ballast, dieses dich belastende Thema und legst es in die Schale hinein. Siehe, wie der Inhalt in der Schale liegt und spüre gleichsam, wie du dich selbst immer leichter und angenehmer fühlst. Gehe nun noch einmal in die Innenschau. Ist da noch ein gedanklicher Inhalt, der dich aktuell bekümmert? Spüre in dich hinein. Vor deinem geistigen Auge steigen erneut die Bilder und Gedanken auf, ziehen vorbei, während neue Themen in Form von Bildern und Gefühlen nach oben steigen. Schaue diesen inneren Bewegungen eine Weile zu. Du beobachtest, was geschieht. Denke an ein Thema, was du ebenfalls loslassen möchtest. Schau, wie es in Form von Bildern aufsteigt. Und betrachte es. Betrachte dieses von dir gewählte Thema.
Sei dankbar, dass du das erfahren durftest. Und erlaube dir, auch diese negative Anhaftung loszulassen. Löse diesen negativen Teil und schau dabei zu, wie du auch diesen dich bislang störenden Ballast in die Schale legst. Augenblicklich fühlst du dich noch leichter und noch angenehmer. Du entspannst mehr und mehr, während du erkennst, dass die negativen Belastungen in der Schale liegen und dich nicht stören. Tiefer und tiefer entspannst du, fühlst dich angenehm und wohl. Du beobachtest die Gedanken, wie sie kommen und gehen, an dir vorbeiziehende Gedanken lässt du einfach so, wie sie sind. Du beobachtest ohne Mühe das, was geschieht. Lässt die Gedanken einfach an dir vorbeiziehen. Du beobachtest. Nun entschließt du dich, noch eine Kümmernis deiner Wahl loszulassen. Vor deinem inneren Auge erscheint ein Thema, das dich stört, das du gern loslassen möchtest. Du siehst dieses Thema in Form von Bildern aufsteigen. Und du entschließt dich nun, dieses Thema in Dankbarkeit loszulassen. Vielleicht ist es Ärger im Beruf, vielleicht stört dich etwas im Privatbereich. Nimm das Thema, was dich stört, und lege es in die Schale. Du legst die Kümmernis, den dich bedrückenden Ballast in die Schale und verabschiedest dich dankbar davon. Erleichterung erfüllt dich. Positive Gedanken kommen mehr und mehr zum Vorschein. Du fühlst dich noch einmal viel leichter als zuvor. Mit jedem Atemzug genießt du die dich mehr und mehr erfüllende Erleichterung und positive, angenehme Entspannung.
Nun ist es Zeit, dich vom Inhalt der Schale zu verabschieden. Du betrachtest den Inhalt der Schale, eine dickflüssige, zähe Masse. Du bist froh, dass du dich von diesen störenden Elementen verabschieden konntest. Und dieser Ort hier verströmt eine wohltuende, angenehme Energie, eine wunderschöne Atmosphäre, in der du dich zu Hause fühlen darfst. Und als du das realisierst, durchströmt dich augenblicklich ein angenehmes, gutes Gefühl. Du siehst in dieser Innenschau, wie in der Schale kleine Punkte weiß aufleuchten. Diese Punkte sind wunderschön. Wie kleine Diamanten funkeln sie. Sie werden größer und das Licht, das sie verströmen, breitet sich mehr und mehr in der Schale aus. Verwandelt die Schlacke der Negativität in positives, schönes Licht. Dieses Licht, das sich mehr und mehr in der Schale ausbreitet, ist ein besonders gutes, reinigendes Licht, das alle Negativität auflöst und in Positivität und Freude umwandelt. Dieses leuchtende helle Licht ist absolut gut und wohltuend. Dieses Licht ist vollkommen gut. Der Ballast ist fort und alles, was die Schale erfüllt, ist leuchtend, helles, weißes Licht, das so leicht zu sein scheint wie Federn. Du genießt den Anblick des glitzernden Lichts, das sich wie die Sonne reflektierendes Wasser in der Schale bewegt. Das Licht steigt nun in dutzenden kleinen Punkten auf, die wie Glühwürmchen zur Decke steigen. Die Punkte werden kleiner und verschwinden allmählich. Die große steinerne Schale selbst ist wieder leer und sauber. Und mit jedem Mal, da du einatmest, fühlst du dich gelöster, leichter und positiver. Nun stehst du in deiner inneren Vorstellung auf,
gehst in dieser Imagination nach draußen in den wunderschönen Garten, der den Meditationsraum umgibt. Wunderschöne Blumen und Pflanzen siehst du, während du über die weiche Wiese gehst. In der Nähe des Meditationsraumes siehst du sogar einen gehakten Zen-Garten. Hier ist alles in Ordnung. Und du bist genau richtig, so wie du bist. An einer Stelle, an der in diesem Garten noch Freiraum für neue Pflanzen ist, bleibst du stehen. Die Erde hier sieht gut aus, fruchtbar und reich an positiver Kraft. Du nimmst ein paar Blumensamen aus deiner Tasche und steckst sie in den Boden. Dann nimmst du eine Gießkanne, die in der Nähe steht, und träufelst etwas Wasser auf die Erde, wo die Samen gepflanzt sind. Hier an dieser Stelle werden neue, wunderschöne Blumen wachsen. Blumen so schön und einzigartig, dass du es kaum erwarten kannst, sie zu sehen. Du darfst dich darauf freuen, denn diese Blumen werden dein Leben positiv bestärken und zu noch mehr Fröhlichkeit und Heiterkeit in deinem Leben führen. Dieser Garten und dieser Meditationsraum sind dein inneres Refugium, ein Rückzugsort, der voller Freude und Glück aus sich selbst herausstrahlt. Sehe dich, wie du dich dankbar vor der fruchtbaren Erde und vor dem Meditationsraum verneigst. Du freust dich bereits jetzt schon darauf, die hier gewonnene Leichtigkeit mit in den Wachzustand zu nehmen und dein Leben noch bewusster und positiver zu gestalten. Nimm das gute Gefühl der Ruhe und Ausgeglichenheit ganz in dich auf und werde nun wacher und wacher. Öffne deine Augen. Du wirst wacher und wacher. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal.